Weiter geht's mit einer neuen Folge von Project Zomboid. Herzlich willkommen an der Stelle und schön natürlich, dass ihr auch heute wieder mit am Start seid. Wir waren hier das letzte Mal in dem Haus drinnen, was wir uns allerdings noch nicht angesehen haben, den Kofferraum von dem Polizeiwagen. Und das, was ich hier sehe, das gefällt mir schon mal sehr gut. Ja, nehmen wir auf alle Fälle alles mit, also fast alles. Den Schraubenschlüssel bzw. die Straßensperre brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wobei, Schraubenschlüssel... Nee, habe ich ja eh noch einen dabei, der ist allerdings... Okay, der ist fast kaputt, dann machen wir es so. Tauschen wir die mal eben aus. Der kommt weg. Ah, ist noch voll, okay. Der Kofferraum deswegen. Dann ab auf den Boden damit. So, würde denn der Wagen noch funktionieren? Haben wir auch noch nicht getestet. Ah, okay. Der Motor ist rot. Sprit haben wir auch keinen. Das hat sich also demzufolge schon direkt erledigt. Ja, und das Zeug. Taschenlampe, ich glaube, da habe ich, genau, habe ich noch eine dabei. Passt. Dann brauchen wir da nichts mehr. Aber wir können auf alle Fälle gleich wieder, ja, alles verschieben oder alles verstauen. Okay, fast alles, weil alles hat nicht mehr Platz, aber zum Glück haben wir da ja noch die Sitze. Da können wir auf alle Fälle die Knarren bunkern und dann geht's auch direkt ins nächste Haus, denn ich will ja unbedingt hier ein paar Badezimmermöbel ranschaffen, Fliesen, solche Sachen. Vielleicht auch noch einen Teppich. Schauen wir mal, was wir so Schönes finden. Na, erstmal müssen wir aber natürlich reinkommen. Ah, da liegt jemand. Okay, die eine Flasche ist leer. Die restlichen Flaschen wären noch voll, zwei Stück. Ja, ich vermute mal ganz stark, die hat hier dem Ganzen selbst ein Ende bereitet. So schaut es zumindest ganz stark danach aus. Ah, ja, nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mit, wenn wir da was finden, sage ich doch nicht nein. So, was haben wir hier noch? Kopfhörer. Könnte man vielleicht auch mal mitnehmen, denn ich weiß, dass ich, glaube ich, zu Hause einen CD-Player habe. Allerdings keine Kopfhörer dafür. Gut, und da hätten wir noch das Bad. Allerdings ist das ja kein Bad, das mir gefällt. Ich weiß, ich bin wählerisch, aber nachdem das ja unser Bad werden soll, muss das auch schon, hoppala, okay, da war ich zu voreilig, muss das schon stimmen. So, rein damit, mit dem Rindfleisch. So ein Hinterausgang oder so haben die aber nicht, oder? Die Häuser. Ja, ich glaube, das sind eher die kleineren, sage ich mal. Also klein ist relativ. Aber so ein größeres Haus wäre mal ganz recht. Vielleicht eins mit, ja, zwei Stockwerken oder so. Da liegt auch jemand. Wahrscheinlich der Ehemann. Was ist hinter dem Zaun? Keine Zombies? Doch, da sehe ich einen. Oh, okay. Es sind gleich mehrere. Nun gut, aber da hätten wir schon mal unsere zweistöckigen Häuser. Das wäre also schon mal das, was ich suchen würde. Vielleicht sind wir ja dann sowieso hier gleich mal gar nicht so schlecht unterwegs. Oh ja, die haben eine Party gefeiert, seht ihr das? Die haben ja alle so Partyhütchen auf. Da feiern wir doch gleich mal mit. Oh, ja. Die Partygesellschaft kommt nach draußen. Und schmeißt mich auch noch um. Schön. Bin ganz schön partywütig hier.
Da ist sogar noch einer drin in dem Haus. Genau, da sind sie. Partyhut, Sternchen. Können wir auch eine Party feiern. So. Jetzt ist Schicht im Schacht. Wird nichts mehr gefeiert. Da ist keiner. Wie schaut's hier aus? Oh, Brechstange. Nehmen wir immer mit. Erste-Hilfe-Kasten können wir auch einsammeln und definitiv auch das Nähzeug. Ah, da hätten wir... das wäre noch besser als die Waschmaschine. Und wisst ihr auch wieso? Weil das nämlich eine Waschmaschinen-Trockner-Kombi ist. Quasi 2 in 1. Soll heißen, müssen wir auf alle Fälle mitnehmen. Weil das würde uns natürlich Platz sparen zu Hause. Und das wäre auf gar keinen Fall verkehrt. Da hoffe ich nur, dass ich den auch mitnehmen kann. Sieht gut aus. Bring mal unter. Bestens. Ich heb die anderen zwar jetzt auch mal auf, weil die haben wir ja sowieso schon daheim. Also den extrigen Trockner und auch... ja, die extrige Waschmaschine. Problem ist natürlich jetzt bin ich nicht mehr schnell, gell? So, wie komme ich jetzt da wieder rüber? Ah, springen ist eher schlecht. Beziehungsweise drüber klettern, das wird mit dem Gewicht nicht funktionieren. Aber gut, verstauen. Ja, verstauen könnte man noch. Den Trockner. Waschtrockner. Wunderbar. So, komme ich dann rüber? Ich komme rüber, sehr gut. Weil dann schauen wir mal, dass wir da vielleicht rüberfahren. Mit dem Auto. Ich glaube, das wird fast mehr Sinn machen, als dass wir hier noch länger rumschauen, weil das, denke ich, sind wirklich nur einfachere Häuser. Und drüben gibt es das gute Zeug. Das richtig gute Zeug. Von oben Druckgefahr. Aber nicht mehr lange. Sind wir eh schon so gut wie weg. So, hier hoch wollen wir. Und irgendwo müsste doch dann gleich eine Einfahrt kommen. Ah ja, hier. Nehmen wir gleich, aber welches nehmen wir denn? Nehmen wir gleich mal eins der Häuser hier. Vielleicht ist das sowieso. Uiuiuiui. Noch das Partyhaus. Ah, nee. Scheint ein anderes zu sein, oder? Doch, das war's. Weil da hinten ist die Tür offen. Das heißt, da waren wir richtig. Uiuiuiui. Zombie erschreckt mich nicht so. Habe ich was dagegen? Habe ich massiv was dagegen? Okay, gut. Da hätten wir schon mal Fliesen. Also mögliche Fliesen. Na komm, hoch mit dir, Charakter. Vielleicht haben wir aber noch schönere Fliesen. Da sind ja schon wieder Waffen. Gut, nehmen wir auch mit. Wenn wir schon mal hier sind, wir nehmen alles mit, was geht. Was war das? Moment. Großer Wanderrucksack wäre gut. Löst mir sekundär aus. Dann können wir da auch gleich Zeug entsprechend verstauen. Na, CD nehmen wir auch mal mit. Wenn wir gerade dabei sind. Also ich denke, hier werden wir auf alle Fälle deutlich besser fündig. Oh ja. Und zwar sowas von. Und zwar sowas von. Den großen Spiegel, den hätte ich gern. Können wir den mitnehmen?
Weißes Waschbecken. So, Spiegel. Kleiner, breiter Spiegel. Bestens. So. Ja, brauchen wir das Waschbecken? Können wir eigentlich auch gleich mitnehmen. Ich überlege gerade, was wir als Unterbau nehmen. Ob wir hier wirklich die weißen Kästen nehmen oder vielleicht eine andere Farbe. Lassen wir es vielleicht mal. Aber die Badewanne hier, die ist nämlich ein bisschen ausgestattet. Die anderen haben immer da, glaube ich, keinen Schwamm. Können wir auch mal mitnehmen. Großes Luxusbad. Das wollen wir haben. Genau das wollen wir haben. Sehr schön. Abgebaut ist es. Zerbrochen ist es nicht. Dann ab damit in den Rucksack. Das kompakte Bad zum Mitnehmen. Wer kennt es nicht? Gut. Ja, Teppich. Den Riesenteppich brauchen wir den. Könnte man eigentlich auch ins Bad packen, gell? So einen großen Teppich. Allerdings hätte ich den eher so in die Ausrichtung. Ganz gerne. Da haben wir noch einen roten. Ja, genau, so einen. So in die Ausrichtung bräuchte man es. Weil das wird ganz gut passen, wenn ihr euch jetzt die Wand hier so vorstellt. Quasi die Wand, wo die ganzen Terminals noch waren. Zu Hause. Dann könnte man den passend verwenden. Ist allerdings die Frage, rot. Ah, passt das zum Rest? Ach, ich nehme ihn jetzt einfach mit. Wegschmeißen können wir immer noch. Ganz einfach. Bordeaux-Farben. Also, wenn das nicht edel ist, dann weiß ich es auch nicht. Da schauen wir schon, dass wir den nach Hause schaffen. Den Bettvorleger. Wunderbar. Ja, bin ich mal wieder minimal überladen, aber gut, das ist nichts Neues. Sehr, sehr gut. Also da haben wir jetzt schon viele wichtige Sachen gefunden. Und viele schöne Sachen. Im erstbesten Haus. Bin ich auch froh drüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist denn das hier für eine Riesenburg? Ja, wer kennt es nicht? Im Nachtkästchen den 1911er Colt drin. Okay, da haben wir nichts mehr. So, wie schaut's hier aus? Gepolsterte Jacke. Klebeband wäre gut. Gepolsterte Jacke brauchen wir nicht, aber die Batterie. Noch ein Badezimmer, ist ja Wahnsinn. Wir haben ja Zeug ohne Ende. So, ist das jetzt auch so eine Luxusbadewanne oder als was zählt das? Ja, zählt auch als Luxusbad. Gut, den Medizinschrank da oben, den können wir dann nicht anbringen. Weil ich habe ja meinen großen breiten Spiegel. Und dann sind wir eigentlich durch, oder? Habe ich irgendwas? Ne, halt, die Tür habe ich vergessen. Hätte ich doch tatsächlich die Batterie liegen lassen. Und den Schulrucksack, den wir noch primär ausrüsten können. Damit ich noch mehr Zeug verstauen kann. Okay, schön. Wunderbar. So, was liegt hier noch? Brausechips. Nehmen wir auch mal mit. Und dann sind wir eigentlich. Okay, noch ein Badezimmer. Dann sind wir aber wirklich durch, oder? Nee, immer noch nicht. Ah, die Garage, okay. Verstehe. Gut, aber da brauchen wir nichts. So eine Mülltonne für draußen wäre vielleicht auch mal ganz, ganz nett, dass wir da eine hätten. Wenn wir so eine mitnehmen könnten, das wäre gut. Machen wir es uns so wohnlich zu Hause wie nur irgendwie möglich. Aber ich glaube, ich kriege allerdings Besuch. Ja, genau. Kurz mal eben den Motor starten und die beiden Damen über den Haufen fahren. Ja, super, jetzt kommen natürlich noch mehr. Gut, den können wir auf alle Fälle gleich mal auf den Sitz packen.
Oh, da kommt ja eine ganze Belegschaft daher. Ah, da ist abgesperrt, das ist jetzt ungünstig. Muss ein bisschen rumfahren, damit man. Nein, ja, das Tempomat, wenn ich halt rausnehmen würde, gell? Multitasking. Nicht meine Stärke. Aber muss ich auch nicht können. Als männliches Individuum muss ich das nicht können. Das ist den Damen vorbehalten, das Privileg. So. Aber weniger reden, mehr Land gewinnen ist gerade die Devise. Schnell mal hinters Haus, dann können wir da, ja, genau, können wir da zu Zombies hinlatschen. Sehr schön. So, hier stehen wir aber einigermaßen sicher, weil dann kann ich hier kurz den auf den Rücken packen. Den dann sekundär ausrüsten, damit wir wieder kämpfen können. Was wir auch direkt tun. Machen wir doch mit links hier. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, zwei noch. Und drinnen droht aber scheinbar auch Gefahr. Wunderbar. Okay. Kurz mal schauen. Meine weißen Waschbecken. Muss schauen, dass ich ein bisschen Zeug noch loswerde. Und irgendwie verstaue, damit wir das Gewichtslimit nicht ganz so sehr ausreizen. Die leere Dose. Weg damit. Alles, was irgendwie verstaubar ist, schauen wir, dass wir noch entsprechend auch verstauen können. Leere Flasche müssen wir auch wieder auffüllen, vermutlich. Können wir gleich hier drin machen. Oder auch nicht, weil wir nicht reinkommen. Liegt auch schon wieder ein Toter. Ah, schön. So. Wie schaut's hier aus? Sesam, öffne dich. Okay. So, drin sind wir. Bestens. Also gleich mal die Flasche auffüllen. So fängt sie schon mal an. Dann natürlich wieder was spachteln. Ganz wichtig. Ich brauche hier noch ein paar, ja, Kilo auf den Rippen. Die Erdnussbutter genehmigen wir uns ruhig auch gleich. Damit es da wirklich wieder nach oben geht. Okay, ein Pfeil haben wir schon. Ja, mehr essen geht nicht, weil wir sind jetzt eh schon vollgestopft. Bis oben hin. So, halt, da lang. Wer stört? Du störst. Jetzt nicht mehr. Okay, das war nur der Weg. Ah, kommt noch jemand. Okay. Ah, da haben wir noch mal so einen Waschtrockner. Irgendwer oder irgendwas ist gerade eben durchgebrochen. Und zwar durchgebrochen durchs Fenster. Oh, da haben wir ihn. Mann, oh Mann, ey. Reinschlagen und Tür zu machen. Das ist die einzig richtige Entscheidung. Klebeband und schon wieder ein Gewehr. Gott, wie viele Gewehre haben denn die hier? In der Nachbarschaft, das ist ja Wahnsinn. Knarren ohne Ende, jedes Haus bestens ausgestattet hier. Aber alle liegen sie tot auf dem Boden. Gefühlt. Simons Fitness Club, nehmen wir mit. CD nehmen wir auch mit. Damit wir uns da mal irgendwann ein komplettes Regal nur mit Videokassetten und CDs auch entsprechend machen können. Das ist der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Haben wir jetzt eine Doppellaufschrotflinte drin. Also ich glaube, ich spinne echt wahr. Gut, aber ihr wisst es. Knarren.
Nehme ich immer mit. Nehme ich immer mit. Und den Waffenkoffer, den nehmen wir auch mit. Oh. Okay. Ja, braun wäre eigentlich auch schöner als Unterschrank. Würde mir fast besser gefallen. Dann könnte man da ein bisschen, ja, das Ganze abheben. Oder halt schwarz. Schwarz wäre vielleicht auch nicht verkehrt, aber so schwarze Thekenteile, glaube ich. Oh, wo wir die finden könnten. Ich wüsste es gar nicht. Ich wüsste es so auf Anhieb nicht. Militär Desert Stiefel, Zeltbausatz, okay, Anzug, formelles Hemd. Falls wir uns mal schön anziehen wollen. Oder ich einen auf Hitman machen möchte. Agent 47. Wäre ich gerüstet. Okay, da haben wir nichts. So, fehlt nur noch der eine Raum. Dann sind wir durch. Bei der Bude. Was ist denn hier los? Also, jedes Zimmer hat Waffen ohne Ende. Das ist ja echt nicht normal. Und wahrscheinlich ist es noch weniger normal, dass ich alle mitnehme. Ohne Dusche. Ah ja, und da haben wir auch so einen Bartverleger. Okay, gut. Ja, die Dusche müsste ich schon mitnehmen. Ist die Frage, die Duschwände, glaube ich, kann ich wieder nicht einsammeln. Das geht leider nicht. Aber der Badezimmerteppich, der kommt auf alle Fälle gleich mal hier ins Inventar. Zu schwer. Mhm. Luxusdusche, weiße karierte Fliesen, Luxusdusche. Okay. Ja. Ich würde fast vorschlagen, wir killen jetzt unten mal den Zombie. Sonst gibt er nämlich gar keine Ruhe mehr. Und dann muss ich schauen, wie ich das am sinnvollsten alles noch verstaue. Ja. Ist ja schon gut, ich bin ja schon da. War die nicht hier? Und da ist sie. Denkst du an nichts Böses? Machst dir die Tür auf, kommt sie nicht daher und dann auf einmal. Müssen wir nur schauen, ob es in der Nachbarschaft auch einigermaßen ruhig ausschaut. Okay. Gut so. Ja, halbwegs ruhig. Na komm. Okay, der darf noch über den Zaun, dann können wir... Oh, zwei sogar. Ist jetzt ein bisschen ungünstig, aber gut, die eine steht auf ihn. Also, die steht auf ihn im Sinne von, ja, dass sie halt auf ihm steht, gell? Ihr wisst, was ich meine. Könnte natürlich sein, dass auch das andere damit gemeint ist. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß eins, hier wird es ungemütlich. Und wenn es ungemütlich wird, dann sollte man schleunigst schauen, dass man Land gewinnt. Und genau das tue ich jetzt. Ich fahre hier mal eine kleine Runde um den Block und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hier an Ort und Stelle in der nächsten Folge von Project Zombie wieder. Vielleicht finden wir noch ein bisschen was Gutes. Auf alle Fälle gibt es hier noch viel zu sehen. Okay, da ist die Straße zu Ende. Ja, dann kann es auf alle Fälle spannend werden in der nächsten Folge. In dem Sinne, macht's gut und bis dahin. Servus.